willkommen zurück bei Ein Trio mit vier Fäusten und Shadow. Oder Hallo. 04, wie wir es nennen. Es wird weiter gelupst und gesprungen und. Wir suchen den Prinz. Ja, ich weiß zwar nicht warum, ich würde ihn nicht wiederhaben wollen, aber. Ich glaube, das Stampfen klappt nicht, wenn wir zu zweit hier draufstehen. Ich glaube, wir müssen stampfen auf der falschen Seite. Nee. Doch. Na, vielleicht doch. Ich bin die Frau, ich habe immer recht. Ja, helft ihr mir auch noch hoch oder? Du könntest hier vorne ein Seil zum Beispiel hinschießen. Wo denn? Da. Ach da. Hier ist so einfach. Huch. Ich hab's nicht kaputt gemacht. Okay, ich war's. Okay. Das wird jetzt, glaube ich, lustig. Und zwar das. Und Shadow, müsstest du wahrscheinlich da unten hin und von dort auf das Ding unten. Achso. Gut, aber bevor wir hier hochgehen. Da unten ist noch was drin. Mhm. Ja, ich wollte eigentlich da einsperren. Fjalk, schaffst du das? Nee. Nee? Wahrscheinlich ist der Bildschirm nach oben gescrollt. Nee, das nicht, aber ich. So. Nee, geh doch auf den. Ja, und von dort einfach. Ja. Ich hab da mal was für euch vorbereitet. Die Zauberer hoffen, dass wir den Prinzen in dieser Heide finden. Ich frage mich, was er an diesem trostlosen Ort will. Ich würde ja irgendwo ausbüchsen, wo ich mehr Unterhaltung finde. Auf der Heide gibt es eine Burgruine. Vielleicht will er ja dorthin. Bom. Okay, ich wechsle auch mal. Nein, so nicht. Ah, okay, ich habe als erstes hier oben muss einer hin. Ja. Muss schon einer von euch, genau. Nee, wahrscheinlich hättest du es alleine da hoch machen können. Nein. Wie denn? Wie soll ich das nach da? Warum muss ich das denn drauf machen? Okay, das ist nur gut. Ja, Entschuldigung. Okay. Also war das draufschießen und dann geht das jetzt kurz auf? Jetzt hier oben links in das. Genau, links da, genau. Jetzt muss länger aufbleiben. Dann dreht sich so ein. Aha. Keine Ahnung, wie. Okay, wie kriegen wir das? Das ist da oben. Vielleicht. Ich habe eine Idee. Ich habe auch eine Idee. Ja, genau. Nee, nicht so. Ach so. Nee, das ist nicht meine Idee. Meine Idee ist. Ach so, ja. Gut. Aber dann brauchen wir jetzt einen anderen, der hier jetzt Licht umbringt. Fies, ich dachte, man kann alles mit Pfeil und Bogen erledigen. Warte mal. Die brauche ich nicht. Nehme ich mal mit. Kiste kann man immer brauchen. Schubst du mich da schon wieder runter?
Aua, mein Kopf. Nee, so wird das nix. Warte. Idee? Nein. Ja. Und dann Seil drauf schießen von rechts, bitte. Würde ich mal vermuten. Nee, auf die Kiste. Warum auf die Kiste? Damit wir darüber latschen können, war meine Idee. Nee, stell doch einfach die Kiste, die hier steht, die hier, auf der ich gerade, die Holzkiste, stell die doch einfach links neben deine und dann stellst du deine oben rauf. Kann man da hier, oder hier drunter, damit das nicht zurückschwingt? Weiß ich nicht. Klappt das? Weiß ich nicht. Ah, ich weiß was. Ja, ich weiß, was Steffen meint. Ja. Moment. So. Kannst du die jetzt verknüpfen? Ja, aber wird das nicht aufgehalten, wenn man das richtig platziert? Nee, ich dachte, dass der Ring wird schon da geblockt, aber nein, ist los. Aber ich hab doch jetzt hier gerade. Moment. Macht ihr gerade mal nix? Ich versuche gerade mal was. Nein. Wieso kann ich die Kiste nicht bewegen? Wahrscheinlich, weil es nicht deine ist. Ja. Was willst du denn damit machen? Nee, nein, nicht so. Genau andersrum. Unten lang schieben. Ja. 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 Und weiterschieben. Sozusagen die nach da hinten schieben. Ja, Moment. Stehst du auf meinem Kopf? Ja. Na, bequem? Ja. Okay, ich möchte noch mal eben kurz eine Sache... Ja, scheiß drauf. Wir müssen noch mal zurück. Da oben gibt's garantiert extra Steine. Die will ich holen. Oh, da oben. Meinst du von rechts da drunter? Ich weiß gerade noch nicht, wie man da rankommen soll. Ich habe eine Idee. Dominik, du könntest gleich mal eben... Ja? Wieso komme ich da gerade nicht hoch? Ja. Ist zu dick. Genau, jetzt hochziehen. Und könntest du mir da jetzt mal eben eine schwebende Kiste machen? Ich weiß, deine Kiste unten verschwindet dann. Ja, dann... Ja... Krieger. Ah, guck, und ich bin sogar hier oben. Zeit, die Heldin zu spielen. Nicht wir. Wir wollen nur helfen, werte Dame. Tut mir leid für das Chaos. Bitte tu uns nichts. Was? Doch. Komm ich da oben. Auffressen. Zu ihrer großen Überraschung bot der Adler unseren Helden seine Hilfe an. Bitte. Wir sollen wohl auf ihren Rücken steigen. Ach so, ich hatte irgendwas anderes. Geil, wie Gandalf. Oh, an diese Art zu reisen könnte ich mich gewöhnen. So werden wir den Prinzen in 0, nichts einholen. Seht, da ist die alte Burgruine. Vielleicht willst du uns ja ganz hin. Nein? Na gut. Ich will eben kurz gucken, was hier unten ist. Fjall, kommst du eben mit runter? Ich hab eine Kiste gefunden. Oder geht's oben weiter? Ja, aber hier ist auf jeden Fall ein Bubbel. Wie geht das Ding hier auf? Hier oben ist auch was. Ja, ich bin gerade überlegen, wo man sich hier festhält. Du musst nämlich eigentlich von da unten, denke ich mal, das Holzding kaputt schießen. Ja, hast kaputt geschossen. Ja. Sehr gut. Ja. Und dann können wir jetzt wieder nach oben. Mhm. Ja, warte mal, ich kann bestimmt da hinten, das müsste man mal testen. Eine Kiste? Wie das auffällt, was immer da kam.
Die waren manchmal halt zerstörbar. Nee, die scheinen aufzuhalten. Okay, wir müssen hier vorne noch mal ein Stück zurück. Und oh ja, da oben ist jede Menge Zeug. Ja, Verbesserungspunkte verfügbar. Fjalk, diesmal darfst du ihn ausgeben. Oh ne, die muss ich hier lassen. Oder wir müssen alle noch mal hier hin, wo wir nicht. Achso, ja, dann gebe ich auch mal Punkte aus. Traurig, bin ich auch gut. Also oben rüber kommt man nicht. Aber du musst einen Ritter unten drin. Nee, das kostet jetzt 2 Punkte und ich habe bisher nur einen. Das muss wahrscheinlich der Magier verlangsamen oder so. Indem er oben eine Kiste reinmacht. Aber ich dachte, wir wollten hier noch hoch. Nee, da oben war ich doch. Da oben links war ich schon. Deswegen hätten wir auch den Verbesserungspunkt bekommen. Du musst da oben, genau, da eine Kiste, ja. Aua. Ups. Eins kann ich ja aufhalten. Kannst du einfach rüberspringen. Oder so. Dann brauchen wir noch mal eben zweiten Magier. Ja, das Holz kaputt machen und dann einen zweiten Magier. Würde ich sagen. Ja, meine Kiste ist schon in Nutzung. Nee, zum Hochspringen. Zum Hochspringen. Aber das wird, glaube ich, nicht reichen, oder? Ich würde es einfach mal probieren. Kann auch sein, dass wir... Okay, ja, dann müssen wir deine Kiste da auch aufstellen. Dann müssen wir die Kiste... Stell die Kiste noch... Genau. So, genau. Und dann stell die hoch und schieb deine unten wieder ein bisschen runter. Ja. Ja, und dann guckt, von dort müsstet ihr jetzt hochkommen. Ja. Ja. Da links, genau. Da über uns noch was. Mhm. Ja, ich glaube, hier brauchen wir eine Kiste, um da hochzukommen. Einer, warte mal. Aber so wird's nicht. Wir müssen das Ding drehen, so dass oben kein Pinöpel mehr ist. Und wenn du noch da unten bist, geh mal blau, geh mal bitte nochmal zurück. Kannst du nicht deine Kiste hinzaubern, ja, und mit der Kiste? War auch meine Idee. Ja, obwohl alternativ. Nee, geh da mal raus. Ist nicht genug. Ich hätte gedacht, das ist vielleicht schon genug Gewicht. Müssen wir hier vielleicht irgendwas machen? Ich habe noch eine Idee. Nee. Mach einfach mal die Kiste weg, vielleicht. Das, ja. Können wir das dreimal mit drei Schildern dahin lenken? Ja, doch, klar. Warte mal. Genau. Moment, ich muss erst noch da hoch. Und wenn du... Ach so, kannst du das überhaupt nach unten machen? Nee. Warte. Oh, so vielleicht. Wenn du dich jetzt darauf stellst, das kommt nämlich von oben. Das ist sicherlich so nicht unbedingt geplant, aber... Nee. Doch. Das Ach ist so. Immer, wurde zu früh, du musst warten, bis es... Nein. Ja, das heißt, du musst dein Schild anpassen. Nee, das wird nicht klappen. Du musst vielleicht ein Stück zurück.
Nee, man muss nur, warum bewege ich mich denn zwischendurch? Weil das Ding sich anfängt zu bewegen. Okay, da habe ich nicht drauf geachtet. Deswegen müsstest du dann leicht gegensteuern. Vielleicht klappt's dann. Jetzt stehst du... Okay. Warum ist meine Kiste kaputt? Achso, weil ich... Weil ich die kaputt gemacht habe. Ich habe mal eine andere Frage. Von dort, ja. Und wenn du das jetzt hier hinlenkst. Ja, genau. Geh mal nach ganz oben und lenk das dann zu Fjalk. Dann dürfte es nämlich unabhängig... Das müsste schon da, wo ich bin, reichen. Nee, aber das Ding bewegt sich ja auch. Nein, also... Du musst nach ganz oben. Nein. Nur Bacon zu mir. Lenk das Licht zu mir. Ach so. Ach, viel zu einfach. Genau. Ja, aber echt. Das geht ja doch nicht. Oh. Und wir haben es nicht komplett gemacht. Also nochmal einer rauf. Die Mitte fällt. Sonst warte, sonst riskiert's was. Mal da irgendwas runterstellen oder? Das hat nicht gereicht, scheiße. Kannst du eine Kiste runterstellen? Es ist... Nee, meine Kiste ist zu fett. Okay. Andere Idee, komm zurück. Kannst du die Kiste eventuell oben auf das Ding raufstellen? Oder? Auf das T. Links, auf das T. Nee, du musst das hier unter das rechte T-Stück. Nee, du musst die Kiste erstmal ganz oben. Nein, du musst die Kiste ganz oben. Noch. Also ja, geht vielleicht auch, aber stell's doch einfach links vom Bacon ab. Oh, fertig. Nee, du musst es links vom Bacon stellen. Das Stück, das gleich da drunter. Ja. Ich komm aktuell nicht mehr zurück. Ja, okay, Moment. So, wo meintet ihr, muss das hin? Hinter Bacon, links vom Bacon. Wer ist der Bacon? Der Bacon ich hier, der untere. Du musst das sozusagen da unter das T machen. Ja, das Problem ist, genau wenn ihr gespawnt wird, dann... Ja, man muss es jetzt... Kannst du ein bisschen nach rechts? Nee, weiter kann ich nicht. Das passt so nicht. Reicht das echt nicht, wenn ich jetzt weiter nach vorne gehe, kannst du nicht? Nee, ich muss ja immer noch hier im Licht sein, das ist ja das Problem. Ja, aber da passt das nicht durch. Warum reicht das denn, Ja. Ihr habt schon, also Bacon hat theoretisch schon recht, das muss quasi hier drunter, dass es nicht mehr zurückrollen kann, aber... warte mal, kannst du kurz hier drauf? Ja, das geht. Ja. Kannst du leichte Hüpferchen machen? Nee, ich schieb's mal ein Stück nach links. Ich kann's nicht schieben, wenn du drauf bist, deswegen sollst du leichte Hüpferchen machen. Sicher? Ja. Ganz sicher. Ech. Ja, ganz sicher. Nee, war. Jetzt. Jo. Gott, was ein Stress. Wohlgemerkt, bist du noch am Anfang gespielt. Oh, warte mal, ich muss mal was testen. Sollte ich jetzt eigentlich schweben lassen können, aber na gut, versuche ich ein andermal. Bäh. Und genau. Mal schön auf meinen Kopf abstellen, ich weiß auch nicht, was das heißt. Ja. Jetzt noch mehr links. Ja, dann stell dich mal beide auf links rauf. Beide.
Dann dürfte es euch... Euch das... Nein. Ihr habt... Ihr hängt doch beide dran. Ja, irgendwie. Das, was man... Da muss noch Soja drauf hier. Wo so jetzt? Ja, hab alles aufgepackt. Das war der nicht ganz so elegante Weg. Hauptsache erste. Okay, die Kugel können wir nicht weiter mitnehmen. Okay, also. Mhm. Mach mal erstmal eine Kiste, ich glaube. Testkarte? Nee, irgendwo dran machen kann man sie nicht. Ah! Stopp, warte mal eben kurz. So. Jetzt machen wir eine neue Kiste. Ich kann das Ding da oben auch mal halten. Oder ihr macht zwei Kisten, weil ihr beide Magier seid. Dann. Genau, und da noch eine Kiste drauf. Dann. Ein steht. Wunderbar. Und es nieselt. Hoffentlich nicht tragisch, wenn sich der Prinz einen Schnupfen holt. Hier hinten eine Kiste. Regentropfen machen uns nichts aus. Ich drücke immer die falsche Taste. So. Ich glaube, da muss man noch rauf. Zweite Kiste bitte rauf. Feuer weg, bitte. Danke. So. Oh. Okay. Oh, da muss ich auch mal schauen. Oh. Oh. Entschuldigung. Ah, okay. Achso. Okay, kannst du das da drauf halten, oder? Da hier rechts kommt immer so ein Schlitten reingefahren, der das Licht wegnimmt. Ah, okay, ja. I see. Warte, aber gegen den Schlitten können wir was machen. Warte mal, ich kann doch, wenn das da... Nee, das wird nicht halten. Meine Idee ist, mach mir doch hier vorne eine Kiste hin, Dominik. Wo ich gerade baumel. Warum? Weil dann fährt der Schlitten da nicht mehr vor. Nee, gar nicht mal. Doch. Doch, ja, das geht doch. So. Und jetzt macht die Kiste möglichst weit nach rechts. Oder so. Okay. Okay, jetzt bräuchte ich ja dummerweise aber noch eine Kiste. Deine ist in Benutzung. Ja, warte, ich kann mir ja selbst eine Kiste machen. Nicht schön, aber selten. Eine Tür. Juhu. Gibt's hier auch Housing? Und ja. Da wir jetzt so erfolgreich waren, machen wir jetzt hier eine kleine Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Trine 4. Ihr seid dabei. Bis dann. Trine.